Also als Vermögensverwalter bin ich völlig normal sozialisiert worden im Hochkapitalismus mit dem Fuß am Gas. Und mit den Jahren hat sich aber die Haltung, ob das sinnvoll ist oder nicht, sehr, sehr stark verändert. Teilweise auch durch Privates sozusagen angespornt. Eine Scheidung als Bruchlandung hat zum Beispiel dazu geführt, dass ein normaler Lebensverlauf unterbrochen worden war durch ein Sabbatical-Year, wo ich sehr viele Reisen gemacht habe in Gegenden, die man sich bei einem Wochenendtrip normalerweise nicht anschaut, ob das Südamerika ist, Nicaragua, Ecuador, ob das Afrika ist oder ehemalige GOS-Länder. Die habe ich halt mit dem Motorrad bereist. Freunde getroffen, Menschen kennengelernt, die mir Probleme geschildert haben, von denen ich bis jetzt aber wirklich null Ahnung gehabt habe. Und letztendlich haben diese Reisen dazu geführt, dass ich mit meinen wohlhabenden und vermögenden Kunden begonnen habe, darüber nachzudenken, ob Vermögen ein Begriff ist, den man nur mit einem großen V schreibt und dann Assets meint, Gelder, Besitztümer, oder ob man Vermögen nicht vielleicht klein schreibt und damit das Verb etwas zu tun Vermögen ansprechen kann. Und ich bin nach wie vor Vermögensberater mit einem kleinen V, weil wir halt Leute mit Mikrofinanz erreichen, die wir dann ins Vermögen setzen, die also quasi etwas an sich selbst verändern können. Und das hat natürlich immer noch was mit Geld verdienen zu tun, aber in einer völlig anderen Tonung und Facette.